Hallo Freunde der kleinen Spur, meine Abonnenten und Zuseher dieses Kanals. Ein kleines Update meinerseits. Klein, wobei wir schon beim Thema wären. Ich möchte euch heute einen Neuzugang vorstellen. Ein wunderschönes kleines Gefährt, die ich eigentlich, seit ich denken kann, liebe. Nur war sie für Spuren sehr, sehr schlecht zu haben. Dann nur von einem kleinen Serienhersteller, bis sich Fleischmann dazu hinreißen ließ, dieses wunderschöne Teil in Spuren zu bringen. Auch schon wieder seit 4-5 Jahren auf dem Markt. Habe mich auch immer gescheut, eben von der Größe, wie ist die Stromabnahme. Man weiß es ja, die kleinen Dinger sind eigentlich nicht so prädestiniert für den Strom. Aber ich habe jetzt eine sehr günstig ersteigern können und muss sagen, ich bin restlos begeistert. Stromabnahme super, Laufeigenschaften super, schlechthin. Ein sehr, sehr tolles Modell. Aber seht selbst. Bis später. Tschüss. Dann zeige ich euch noch meinen Überladegran. Er ist fertig. Steht auch schon auf seinem Platz. Dann habe ich mich entschlossen, endlich mal hier einen Zaun lang zu ziehen. Ist schon Unfallgefahr und so weiter. Bloßer Zaun alleine hat mir nicht genügt. Ich habe mir gedacht, ich mache da ganz einfach noch schöne Mauersäulen her. Das bringt wieder etwas Auflockerung her und schaut auch nicht schlecht aus, wie ich meine. Dann habe ich noch an die Waage eine Begrenzung gemacht. Ja. Aber nun zum neu vorgestellten Teil. Ich darf vorstellen, BR70 von Fleischmann. Das ist eine 1B. Ein wunderschönes kleines Bockerl. Hier in der Deutschen Reichsbahn-Version. Und dann lassen wir sie mal fahren. Thank you.
Musik.